also was heißt da 3 Stunden? Der ist konstant bei mir. Der war die ganze Zeit dabei, aber der war auch schon vorher dabei und der hat auch mit dem Wechsel gemacht und der ist trotzdem hier geblieben. Und der wollte eigentlich um 3.30 Uhr schlafen gehen, weil bei ihm Sense ist, weißt du? Ja, aber Jockey, nur weil ich ein Lieber bin, heißt es ja nicht, dass ich hier irgendwelche Leute voll spammen muss. Nicht? Alles gut. Aber danke für die lieben Worte. Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass ihr auch um 20 vor 4 noch treu bei mir seid. Bedeutet mir erstaunlich viel, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin normal nicht der emotionale Typ, aber ich finde echt, ihr seid schon sehr gerade Leute, das gefällt mir sehr. Muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir sehr, sehr. Kopf komplett matschen, Amido kommt doof. Das hau ich meiner Freundin jedes Mal an den Kopf, wenn die mir auf den Keks geht, nur weil die nicht geschlafen hat. Wenn wir morgens unterwegs waren, ein bisschen unterwegs, also ne, bewegungsmäßig, und die wird müde, sage ich, geh, leg dich hin, mach Mittagsschlaf. Das klingt dumm, weil die ist ne, auch 24, auch eine erwachsene Frau. Aber ich sag, leg dich kurz hin, du brauchst das. Und die macht's nicht. Und ab abends 7 Uhr ist sie nicht mehr zu gebrauchen. Das ist so. Wenn der Gamer-Freak noch da ist, er kann es bestätigen, seine Schwester ist so ein richtig, dann ist die wie ein kleines Kind. Nach müde kommt doof. Dann ist die doof. Dann ist die richtig doof. Mittagsschlaf rettet Leben nach Frühstück. Ey, Digga, deine Schwester hat sich mittlerweile 4-mal mit der Käsereibe geschnitten. 4-mal. An derselben Hand. Und wir wohnen erst seit 18. Dezember hier. Seid's mir nicht böse, muss versuchen zu schlafen. Ey, Jokey, Bro, leg dich hin, du musst um 10.30 Uhr wieder fit sein für die Bonushand. Hau dich rein, Buddy. Sag einfach, du bist Sternzeichen Krokodil, dann sag sie nichts mehr. Was für Sternzeichen Krokodil, what the fuck? Meinst du, nach müde kommt, doof kommt, behindert, oder was? Alles Gute. Hey, Bro, Jokey, leg dich ab, Mann. Hau dich hin, wir sehen uns um 10 Uhr. Macht Sinn, macht auch mehr Sinn. Schon wieder drin? Große Fresse und die ganze Kraft im Schwanz. Ach, Marco, komm. Lass den Jungen schlafen. Er ist, guck mal, Marco, guck mal. Der Jockey ist seit heute Morgen, also seit gestern Morgen, 10.30 Uhr, ist er beim Tulli im Stream gewesen und hat da schon gemoddet. Dann war der beim Teffi im Stream, hat gemoddet. Dann war der Bonushunten und jetzt war der noch hier. Also, er hat sich auch ein bisschen Schlaf verdient. Drei Spiele, yay! Ey, Jokey, seien wir nicht böse, aber ich freue mich gar nicht mehr drüber, Digga. Also, Marco und ich hatten eben so einen Punkt, Alter, wo wir wirklich gedacht haben, boah, nicht schon wieder Freispiele. Es ist wirklich... Es ist wirklich nur noch lästig. Jetzt sag ich ein 187, oder was? Sehr gut. Der soll uns das Ding einmal durchspielen. Wenn er einmal durchspielt, ist alles in Ordnung. Aber macht er nicht. Also wie gesagt, wir haben jetzt locker 50, 60 Boni gehabt in dem Freispielen und Scheiß hier vorgeschlagen. Ach, leck mich doch am Arsch. Juhu, Freispiele. Ey, Jockey, sei mir nicht böse, aber da kann sich heute echt keiner mehr drüber freuen. Da kann sich heute wirklich keiner mehr drüber freuen. Ich war's nicht und das Game werde ich auch nirgendwo mehr callen. Das glaub ich. Oh, er frisst doch nicht. Ja doch, er frisst schon, er frisst schon. Er hat jetzt immerhin schon 500 gefressen, also alles gut. Aber Wager ist auch gleich rum. Alles gut. Ich sag mal, auf 2 kommen wir bestimmt raus. 1,5, 2. Das reicht auch. 3 Spiele, yay! Toll, Jockey. Boah, Jockey, ich liebe dich, aber Freispiele will ich echt. Ich kann doch keine Freispiele mehr sehen, ne? Boah. Also, ich. Das klingt jetzt wirklich blöd, wenn ich das sage, ne? Aber Jockey, ich bin froh, dass du so scheiße gehuntet hast, weil wenn ich mir gleich den Stream angucke von Tulli, Alter. Ich hab keinen Bock auf Freispiele. Hast du Floating Dragon gehuntet? Ah, ich frag mal so, hast du Floating Dragon gehuntet? Oder gibt es Floating Dragon in den Spielen? Sag bitte nein. Er ist nicht reingegangen, perfekt. Kein Problem, ist nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm.
ist dir keiner böse. Jockey, das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Wenn Tully gleich muckt, dass Floating Dragon nicht drin ist, wird er geprügelt im Chat. Der kriegt komplett. Gar keine Frage. Keine Gnade für Tully. Ja, Baby. Komm mal, jetzt Zeit. Jetzt komm, einmal durchspielen. Einmal schnell durchspielen. 5000 Euro und dann ziehen wir schnell den Wager nochmal durch. Dann gebe ich den 1000 Spins, gehe pinkeln und dann können wir auszahlen. Seid ihr schon wieder 2x oder was? Was ist hier los? Hallo? Will ich nicht. Fast 200x. Haben alles gegeben, Floating Dragon reinzukriegen, keine Chance. Sei mir nicht böse, Jokey. Also wirklich, guck dir, wenn du Langeweile hast morgen, ohne Spaß, guck dir einfach nebenbei das VOD hier an. Und erzähl mir, dass Floating Dragon nicht reingeht. Also das ist wirklich ein Witz. Was heute passiert ist, ist wirklich ein Witz. Ich meine, okay, der ist nie über 3x hinausgegangen. Okay, aber ey, Digga, so konstant habe ich so eine Slot noch nie zahlen will. Noch nie. Wieder 200x. Oh, wie Schock, wir sind schon wieder drin. Oh nein, Matze, wir haben die ganze Zeit nebenbei laufen gehabt, haben das alles mitbekommen. Was denn? Was hat er mitbekommen? Achso, den Stream. Achso, ja, ist ja perfekt. Komm, wie lost ich bin. Ist das ein VOD? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein VOD. Hat noch nicht, er will noch mal. Ey, Marco, hör auf, Alter. Guck mal, wie müde. Ich bin einfach so müde, Digga. Wir sind seit 4 Stunden 40 Minuten live. Wir sind fast 5 Stunden dabei, wir sind seit gefühlt 3,5 Stunden sind wir im Floating Dragon drin. Das kannst du keinem... Das habe ich jetzt heute zum 50. Mal gesagt, das kannst du keinem erzählen. Am Anfang habe ich mich noch gefreut, jetzt sind es Free Games. Was für Free Games, Alter? Ich will keine Free Games mehr, ich will keine 100 Euro mehr, ich will es nicht mehr. Ich will es nicht mehr. So stumpfst du Spieler ab. Ja, Pragmatic Play, so stumpft ihr die Spieler ab. Wenn ihr denen alle Nase lang Free Games gibt, gebt den Leuten keine Free Games, dann hören die auf zu. Achso, kann ich mehr. Wenn er wenigstens mal ballern würde, Alter. Ich meine, der ballert ja die ganze Zeit, Marco. Also ganz ehrlich, wir können uns echt nicht beschweren. Guck mal, siehst du links den kleinen Pimmel, der hier noch fehlt? Die Wager ist gleich durch. Wenn es so weitergeht, zahlen wir 3000 Euro aus, Digga. Dann können wir nichts sagen. Und dann jetzt schreibe ich dir privat mal, was ich eingezahlt habe, Alter. Und dann lachst du dir mal richtig einen ab, Alter. Davon kaufe ich ein Auto. Ich habe SSL 408 nebenbei gespielt. Die Hälfte davon wegen Timer rausgeflogen. Was ist SSL 408? Ich bin gerade... ich bin gerade voll auf dem Schlauch, Digga. Aber auch zu jammern, wenn du nicht mehr willst. Ne, ich muss ja noch. Mandadinchen, Mann, du weißt doch, wie das ist.